Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 22 Braunschweig Karriere und heute geht's weiter, nachdem wir beim letzten Mal so eine krasse Siegesserie hingelegt haben, mit irgendwie 7 Spielen am Stück oder so, geht's heute weiter gegen Meppen, Köln und Kaiserslautern, bevor wir dann in die Januar-Transferphase kommen, bei der wir dann gegen Berlin, Halle, Zwickau und Ferl spielen werden. Dann müssen wir schauen, wie weit wir kommen werden. Wenn wir da schnell durchkommen und nicht so viel Transfers tätigen, werden wir wahrscheinlich auch noch den Februar da durchnehmen. Mit dem Topspiel gegen 60. Auf den sehr großen Wunsch eines anderen habe ich mich dazu entschieden, die Trikotnummer von Früchtl zur 1 tatsächlich nicht, sondern zur 36 dann eben zu ändern. Ah, jetzt sehen wir nochmal die ganze Jugendmannschaft. Könnt ihr euch mal anschauen und könnt ihr sagen, irgendwie, ob ich jemanden rausschmeißen soll, irgendjemanden schon rausziehen soll. Aber ich denke, zurzeit ist es noch nicht nötig. Nachricht von Henning, dass der Soldat ist enttäuschend, aber trotzdem danke, dass ich wieder spielen durfte. Vielleicht bin ich ja doch noch nicht wieder 100%ig der Alte. Es dauert, bis du wieder in Bestform bist. Dann lass uns auch nicht lange warten, sondern wir starten gegen Meppen direkt rein. Schnellsimulation. Und es wird ein Unentschieden. Ihorst trifft Krüger 1:1. Kobylanski bedankt sich, dass er wieder spielen durfte. Okay. Ich bin stolz und Görlich möchte auch mal wieder spielen. Streng dich an, dann kann es klappen. Viktoria Köln ist 10. Da soll er normalerweise einen Sieg rausspringen in der Schallsimulation. Und das ist es auch. Ihorst trifft bei uns und Krause. Kaiserslautern ist 7. Aber ich würde sagen, wir gehen gegen die auf jeden Fall in die normale Simulation und wenn wir etwas retten können, gehen wir da selbst rein und heute darf man wieder Lauberbach spielen und schauen, ob wir hier auch einen Sieg rausholen. Also in den ersten 9 Minuten ist auf jeden Fall Kaiserslautern überlegen. Da muss man schauen, wie wir dagegen halten können. 1-0 Kaiserslautern, 18. Minute Darren Spoyd. Ich greife auf gleich ein, bevor es hier noch komplett schief geht. Ich weiß nicht, ob ich besser bin als die Mannschaft, aber probieren geht immer über studieren. Schön durchgesteckt auf Marks. Der spielt jetzt flach in die Mitte. Chance für uns. Oh, er vergibt. Wie trifft er denn den Ball, Henning? Die Chance wieder für Kaiserslautern. Flanke kommt. Den müssen wir probieren wegzuköpfen. Das schaffen wir auch. Kommt hier nicht vorbei. Spielt zurück in den Rückraum. Da läuft Henning. Henning schießt. Den hält der Torwart. Die Chance für Kaiserslautern. Der kommt, aber den hat Früchtl. Sehr nice. Marx wieder auf der Außen. Das macht flankig hoch rein. Und den hat der Torwart. Schade. Ballfluss bei uns in der Mitte. Und jetzt ist hier, wenn wir Pech haben, Kaiserslautern durch. Aber wir spielen es relativ langsam raus. Aber gut. Henning schießt, aber er ist nicht drin. Torwart hält ihn wieder, sehr stark. Hier wieder Ihorst. Legt drüber. Nochmal durch und jetzt vielleicht die Chance. Oh, und der geht wieder nicht rein. Jetzt aber, nein. Jetzt durch auf Ihorst. Und jetzt ist der Ball auch drin. 88. Minute, der Winkel 1:1. Endlich haben wir uns belohnt für unsere ganzen Mühen im Angriff. Wahrscheinlich 97:3 Torschüsse im ganzen Spiel. Aber jetzt hat Kaiserslautern nochmal die Chance. Flanke kommt. Früchtlin hast du. Sehr gut. Und damit pfeift der Schiri ab, 1:1 endet die Partie. Und das ist völlig verdient, dass wir auf das Tor geschossen haben. Ein glückliches Remis, oder? Das Remis ist absolut verdient. Wie werden sie ihre Probleme angehen? Wir müssen an der Offensive auf jeden Fall arbeiten. Zwei Teams auf Augenhöhe, wie haben sie das Spiel gesehen? Ich verstehe, dass sie ihn frustriert ist. Kobylanski ist gut in Form, er möchte mal wieder spielen. Denk drüber nach. Naja, jetzt haben wir 3 Punkte Rückstand tatsächlich auf 60, aber haben nur noch einen Vorsprung auf Osnabrück. Ja, dann können wir hier in die Scouting-Berichte reinschauen, weil wir hier was Neues finden können. Der schaut nicht allzu schlecht aus, aber den Rest kann man erstmal vergessen. Und auch der deutsche Scout, der findet hier einen, ja, nee. Und der Rest wird auch wieder nicht so genug sein, ja. Bielefeld hat Müller abgemeldet, okay. Und Konzbruch. Ja, können wir auf jeden Fall mal einen Entwicklungsplan geben. Aber ich glaube erst, dass das Team hier nicht so viel werden wird. Angebot für Kobylanski für 1,2 Millionen, ja. 27, 67, ich glaube, da kriege ich mal viel Geld für, tatsächlich, wenn ich den gut verkaufen kann. Ne, sie schafft es tatsächlich nicht. Mal schauen, gegen Viktor Berlin kann er, denke ich, sogar spielen von mir, ist der Kobylanski. Aber er möchte auch einen Sieg sehen und vielleicht auch ein Tor von Kobylanski normalerweise. Gegen Viktor Berlin, Schnellsimulation und wird unentschieden wieder, das gibt's doch gar nicht. Mal schauen, was die anderen Gegner so gemacht haben. Na, 5 Punkte auf 60 und immer noch einen auf Osnabrück. Also wenn ich möchte eben auch nicht verlangen. Ich möchte halt schon eine schöne Summe dafür bekommen, wenn ich sie schon verkaufe. Und gegen Halle geht's dann, würde ich sagen, einfach mal wieder in die Schnellsimulation. Ich möchte mal wieder einen Sieg sehen von der Mannschaft, ohne dass ich eingreifen muss. Auf geht's, Jungs. Es wird wieder ein Unentschieden. Ist das denn ein eher ernst eigentlich, oder wollen die mich verarschen ein bisschen? Ja, und jetzt sind wir eben auch schon nur noch Dritter. Dort haben wir Scouting-Updates tatsächlich. Können wir uns wieder anschauen. Mal schauen, ob da ein guter dabei ist. Nein. Und im französischen Scout auch nicht. Und dann geht's gegen Zwickau, würde ich sagen, ins nächste selbstgespielte Spiel, weil wir mal wieder einen Sieg brauchen und ich jetzt nicht mal ein bisschen anstrengen muss. So, Stadion in Zwickau ist verschneit, aber das hindert uns hoffentlich nicht daran,
trotzdem eine gute Partie abzuliefern. Furcht Lelien, sauber, Eckball gibt's. Jetzt schicken wir hier Multhaub. Der kann jetzt in die Mitte legen. Der kommt aber leider nicht durch den Ball. Schöne Grätsche tatsächlich von Kiewski. Der hält nochmal den Ball heiß, aber dann ist in der Mitte zu viel offen. Jetzt legt er ihn schön nach vorne, 1 gegen 1 gegen den Dorf, aber kommt noch ein Spieler von uns dazwischen. Schuss geht übers Tor. Jetzt vor auf Ihorst, der Schuss kommt, aber wird geblockt. Nochmal in die Mitte, ja, aber es geht nichts. Es geht einfach nichts. Grätsche geht leider vorbei. Jetzt ist er hier frei durch auf links außen. Muss jetzt hier rausrücken, der Ball kommt, aber den kann man irgendwie rausblocken. Ball ist immer noch heiß. Hagen, was? Jetzt wird es hier gefährlich. Wir kommen nicht dran. Fuchtelheldin, sehr stark. Eckball. Sehr gut dazwischen gegangen, aber immer noch die Chance da. Wir kriegen den Ball einfach hinten nicht raus. Jetzt vielleicht. Jawohl. Der kommt. Den können wir erstmal schön rausblocken. Grätsche kommt. Er geht aber einfach vorbei an der Grätsche. Schuss. Fuchtelheldin. Thailand der Welt. Eckball kommt gleich wieder rein. Der kommt aber schlecht. Den können wir abfangen. Dann können wir vielleicht auch den Gegenangriff raus einleiten. Ja, nicht mal so schlecht. Ich hau's hier am Ball auf außen. Wir brauchen aber wir Leute mitlaufen, aber es läuft einfach nie jemand mit. Es gibt's nicht. Wir können auch kein Tor schießen, wenn keiner mitläuft. Aber jetzt vielleicht die Chance, Henning. Der Schuss und er ist drin! Als richtige Chance, 1:0 für Braunschweig, jawohl. Oh, schöner Ball von Zwickau, rechts, links außen. Aber gibt wieder Eckball, es gibt's auch nicht. War schon der 10. Eckball, Schiri. Oh, wieder eine Chance, wieder in der Mitte. Früchtel raus! Ach, Kobi, läuft der Früchtel raus, er läuft doch rechts. Wo ist denn der Ball, Früchtel? Wo ist der Ball? Zur Halbzeit 1:1 steht's. Der Ausgleichstreffer für Zwickau war verdient, da kann man nichts dagegen sagen, aber es hätte nicht sein müssen. Ja, jetzt hat Multhaub hier ein bisschen mal Platz. In die Mitte rein. Und wieder raus auf Multhaub. Oh, auf Ihorst ist auch gut. Ihorst mit der Chance und er macht ihn rein. Eiskalt vom Tor. Zweite Chance, zweites Tor, 2:1 Braunschweig. Ihorst läuft, er möchte den Ball, bekommt den Ball auch. Er kann sich durchsetzen. Ihorst schießt ihn rechts unten rein. 3:1 Braunschweig. Oh, Henning, du bist so scheiße. Einfach den Fuß irgendwie nahe halten. Schöne Grätsche. Wenn es fair war, war es fair. Flanke kommt, der hat Früchtler wieder. Früchtler ist heute echt der beste Mann. Flanke geht rüber auf Ihorst. Der macht seinen Dreierpack. Hedrick sogar. Nee, ist er nicht. Doch, ist es Hedrick. Ihorst läuft da ein bisschen falsch, aber dann stehe ich halt den hier drüben. Benja Zauner. Pass nochmal in die Mitte. Wer steht da? Es ist Nummer 7 und das 2:5. Da kann Früchtel diesmal nichts machen. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Es stört mich zwar ein bisschen, dass wir noch ein Tor kriegen, aber. Ja, Spiel ist aus. Wir schießen hier 5 Tore in Zwickau und gewinnen mit 5:2. Völlig verdient, Man of the Match, Ihorst. Und gegen Ferl glaube ich an meine Mannschaft und wir gewinnen das Spiel der Schnellsimulation. Jawohl, das tun wir auch. Bären trifft, Ihorst trifft mal wieder. Wenn der hier nicht langsam Adopterschütze ist in der Liga, weiß ich auch nicht. Ich bin noch gespannt, ob wir ein Angebot bekommen. Irgendwie noch, ob das jetzt durchgegangen ist für Henning oder nicht. Okay, bei Henning gibt es keine Einigung, tatsächlich. Dann war es jetzt so und so nichts mehr in der Wintertransferphase, dann springe ich weiter, denn bis wir jemanden verkauft haben, ist eh schon alles zu spät. Dann würde ich sagen, gibt es das Topspiel gegen 60 dann in der nächsten Folge, dann beenden wir die für heute. Wenn es euch gefallen, könnt ihr ein Like da lassen, Kanal kostenlos abonnieren, sowie die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Goller, Sausa, macht's, ciao und gut.